Ja, Samstagabend, 19.30 Uhr, auswärts in Dudenhofen. Wird eine schwere Aufgabe, junge, motivierte Truppe, die sicherlich auch bereit sind, einiges bei sich in der Halle zu lassen. Deshalb müssen wir da motiviert rangehen, alles auf die Platte bringen, positive Emotionen mitnehmen, unser Tempospiel aufbauen, stabile Abwehr stellen und dann bestenfalls zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Am Wochenende erwartet uns ein sehr, sehr schwieriges Spiel in Dudenhofen. Die haben nicht ohne Grund gegen Ferndorf gewonnen zu Hause. Auch im Hinspiel bei uns haben sie uns mal kurz gezeigt, wie das gehen kann in der ersten Halbzeit. Da sind wir ziemlich schlecht ins Spiel gestartet. Wir sind aber auf jeden Fall gewarnt. Wir hatten jetzt ein freies Wochenende, das hat uns auch ganz gut getan. Konnten etwas Kraft tanken und jetzt, ja, Dudenhofen, die sind einfach eine mega junge Truppe. Die Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar, die sind alle super ausgebildet worden dort. Und ja, wir versuchen aber, so wie immer, alles zu geben, um dort zwei Punkte zu entführen.